Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Raum für Notizen. Mein Name ist Christian Wager und mein heutiger Gast heißt Ramon Schack und er hat ein Buch geschrieben, eine kleine Liebeserklärung an seine Wahlheimat Neukölln, vielleicht. Er schüttelt schon den Kopf. Und zwar Neukölln ist nirgendwo. Das könnte auch ein Gegenbuch zu Buschkowskis Buch Neukölln ist überall sein. Das fragen wir ihn alles heute. Hi Ramon, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast also dieses Buch geschrieben. Worum geht es denn da? In dem Buch geht es um Neukölln, wie der Titel schon sagt. Es ist eine kritische Ergänzung zu dem Buch des Bezirksbürgermeisters Buschkowski. Ich habe mich im Frühjahr dazu entschlossen, des vergangenen Jahres dieses Buch zu schreiben. Einfach deshalb, weil ich mich irgendwann geärgert habe, wie Neukölln in den Medien dargestellt wird, als Bewohner von Neukölln. Also das Buch von Buschkowski war schon der konkrete Auslöser. Um ehrlich zu sein, ein Verlag schickt ihm eine Mail und fragt, ob ich ein Buch schreiben möchte. Ah, okay. Aber ich nahm das Angebot gerne wahr, aufgrund der eben geschilderten Tatumstände. Und wie kam sie auf dich? Hast du vorher schon irgendwie über Neukölln geschrieben? Ich habe sehr viel auf meiner Facebook-Seite anekdotische Szenen aus dem Alltag Neuköllns gepostet, die erstaunlicherweise immer relativ gut ankamen bei den Facebook-Freunden. Und als Journalist hatte ich ja mich mit ganz anderen Themengebieten beschäftigt in den letzten Jahren. Ich fand es aber irgendwann spannend, weil Neukölln ist halt ein Ort momentan, ich habe ja auch behauptet, der aufregendste Ort Deutschlands. Ein Ort, der momentan nirgendwo ist. Warum? Weil Neukölln sich auf einer Reise befindet. Auf einer Reise mit unbekanntem Ziel. Und niemand weiß, wo Neukölln morgen sein wird. Okay, also da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wo die Reise vielleicht hinführt oder was du denkst, wo die Reise hinführen könnte. Aber du meintest ja, es hat dich gestört, wie Neukölln in den Medien dargestellt wird. Und wie ist denn diese Darstellung deiner Meinung nach und was hat dich daran gestört? Also Gesellschaften haben immer Projektionsflächen und Sündenböcke. Und Neukölln fungierte lange Zeit als eine Projektionsfläche für das, wovor Deutschland sich fürchtet. Soziale Verwahrlosung, Hartz IV, Überfremdung, Integration, Islam etc. Und in den letzten Jahren hatten wir die Entwicklung, dass Neukölln immer wieder, es gab diese berühmten Zeitungsbilder mit der U-Bahn-Hermannstraße, Frau mit Kopftuch, wollt ihr Neuköllner Verhältnisse, Rüttli-Schule etc. Und das funktioniert bei Menschengruppen wie auch bei Orten, diese Sündenbock-Funktion. Die Menschen laden ihre Ängste ab. Und in der Zwischenzeit hatte sich Neukölln aber auch, zumindest Nordneukölln, der ehemalige Problembezirk, doch zu einem Stadtteil entwickelt, der heute sehr angesagt ist. Bei jungen Leuten, bei ausländischen Investoren, bei Armutsflüchtlingen etc. Und dieses ganze Gemisch, diese Melange, macht halt Neukölln zu einem sehr kosmopoliten Platz. Ein kosmopoliter Ort, der auch mit Provinzialität koexistiert. Ja, du sagst ja auch an einer Stelle, dass Buschkowski noch gar nicht so mitbekommen hat, was eigentlich in der Zwischenzeit in Neukölln alles passiert ist und dass er das sehr ausgeblendet hat. Ja, es macht zumindest den Eindruck, wenn man ihn reden hört oder sein Buch liest, dann ist das ja eine Aufarbeitung seiner eigenen, auch verfehlten Politik der letzten drei Jahrzehnte. Denn er ist ja nicht erst gestern in politische Verantwortung gekommen. Ich möchte nicht pauschal kritisieren, er hat auch seine Verdienste. Nur sein Buch Neukölln ist überall ist doch eher, behaupte ich, so eine Aufarbeitung seiner eigenen Problematik mit seiner Partei. Denn er war ja lange in der Partei isoliert oder eckte zumindest an mit seinen Thesen. Und er hat halt seine Abrechnung mit den linksliberalen Eliten aus Politik, Kultur und Medien hat in diesem Buch stattgefunden. Und also das Buch, das liest sich ja ganz schnell. Das ist eigentlich, wie viele Seiten hat es? 200 oder so? Da fragst du mich was, ich habe es im Kopf. Muss man mal nachschauen. Kann man kurz gucken? Ja, also ungefähr 150. Also ich habe es ja auch gelesen und es liest sich recht flüssig. Und es ist ja in mehrere Teile gegliedert. Ja. Also kannst du vielleicht mal kurz erzählen, wie du es genau alles gegliedert hast und was du dabei gedacht hast? Also ich stand vor der Frage als Schriftsteller oder als Journalist, wie gehe ich handwerklich vor? Um diese Vielschichtigkeit Neuköllns in dem Buch zu thematisieren, die ich eben erwähnt habe, muss man verschiedene Stilrichtungen anwenden. Ich habe mich dann entschieden, einige Bewohner Neukölln zu porträtieren. Und zwar speziell Menschen, die sonst nicht über die zwar viel geredet wird, aber die selbst nicht zu Wort kommen. Salafisten, Rechte, Straßendirnen etc. Und wie auch Studenten etc. Und habe dann andererseits klassische Reportagetechniken angewandt, aus meiner subjektiven Sicht. Und das Buch setzt sich ein bisschen zusammen wie so eine
wie so ein Potpourri sozusagen. Und ich fand das angemessen, um die Vielschichtigkeit Neuköllns, die Dynamik, die momentan dort entfesselt wird, in dem Buch darzustellen. Ja, genau. Also du zeigst ja auch quasi diese Vielfalt, aber nicht diese oft beschworene multikulturelle Vielfalt. Also die zeigst du natürlich auch, aber du zeigst halt auch ein bisschen abseits dieses Bildes Leute. Also wie du gerade gesagt hast, du redest zum Beispiel mit einem, ja, weiß ich nicht, ob man Nazi sagen kann schon, oder auf jeden Fall eine sehr rechten Person, mit einer Prostituierten. Oder auch mit jetzt Leuten, die nicht so den Klischee entsprechen, so einer Schickimicki-Tante da, die sich aufregt. Mhm. Und natürlich auch mit ganz vielen anderen Leuten. Mhm. Aber was immer auffällt, ist die Leute, die öffnen sich so ihr Herz dir gegenüber. Also wie hast du das eigentlich geschafft, dass die dir das alles erzählen? Weil manchmal sind das ja sehr, ja, schon intime Einblicke, die sie da dir erzählen. Und ist es ganz einfach oder wie ist das in Neukölln? Ja. Also in Neukölln ist das relativ einfach, weil, wie gesagt, so viele Menschen unterschiedlicher Herkunft dort zusammenleben. Und wenn man ein Mensch ist wie ich, das behaupte ich von mir, vielleicht sehen das manche anders, der relativ offen ist Menschen gegenüber und nicht nur in seiner eigenen sozialen Schicht versauert. Das machen ja die meisten. Ne? Wir leben ja alle abgeschlossen in kleinen Blubberkästen vor uns hin, nicht wahr? Und ich finde es halt spannend, auch als Journalist. Es gibt ja viele Journalisten, die vom Schreibtisch aus ihre Geschichten fabrizieren und ja nicht vor Ort recherchieren. Ich lebe mit den Leuten, ich möchte erstmal ihre Perspektive kennenlernen. Selbst wenn es eine Perspektive ist, die mir fremd ist, die mich anwidert. Aber bevor ich urteile, höre ich erstmal zu. So, und ich habe den Leuten offen und klar gesagt, worum es geht. Nicht vielleicht beim ersten Satz, aber im Laufe des Gesprächs. Ich nehme auch zeithörige Gespräche, nicht in 2 Minuten. Und wenn die Leute merken, man meint das einigermaßen ernst mit ihm, hört ihm mal zu, ohne gleich zu verurteilen, dann öffnen sie sich vielleicht. Okay, bevor wir jetzt darauf nochmal zurückkommen, vielleicht nochmal kurz zu deiner eigenen Neukölln-Historie. Mhm. Also, wann bist du nach Neukölln gezogen? Vor jetzt inzwischen 3,5 Jahren. Ich bin allerdings vor 11 Jahren, knapp 11 Jahren, nach Berlin gekommen. Und meine erste Anlaufstelle damals war auch Neukölln. Genau, das beschreibst du ja auch am Anfang im Buch, dass du da ganz kurz warst. Das war damals noch ein ganz anderer Bezirk. Ja. Damals wollten mich Freunde aus Mitte zum Beispiel nie Neukölln besuchen. Mhm. Neukölln, damals war ein Schandfleck auf der Visitenkarte, nicht wahr? Mhm. Und heute treffe ich immer junge Studentinnen aus vom Wannsee, die mit leuchtenden Augen mir erzählen, sie haben jetzt endlich eine Wohnung in Neukölln gefunden. Mhm. Das ist ganz erstaunlich, was passiert, was in der Zeit passiert ist. Mhm. Ne? Und dann vor 3,5 Jahren bist du dann... Ja, also aber nicht aus Idealismus. Ich hatte einfach eine Wohnung gesucht und Neukölln war auch gar nicht meine erste Wahl. Ich hatte dann diese Wohnung, die fiel mir ganz gut und so kam es halt. Mhm. Und wo warst du dazwischen? Warst du in Berlin? Oder warst ja, ich war immer in Berlin auch unterwegs. Ich habe in verschiedenen Stadtteilen gewohnt, in Schöneberg zum Beispiel, in Wilmersdorf, in Kreuzberg. Aber bist du auch Berliner? Oder? Nein, ich bin in Kiel geboren. Ah, in Kiel, okay. In Hamburg sozialisiert worden. In Hamburg bist du aufgewachsen oder studiert? In der Nähe oder? Von Hamburg aufgewachsen, habe in Hamburg studiert, lebte dann in London und kam vor 11 Jahren. Vor knapp 11 Jahren nach Berlin. Genau, in London hast du ja auch in dem Buch ab und zu mal angesprochen. Mhm. Und gibt es da irgendwelche Vergleiche, die du da ziehen kannst? Also irgendwelche Entwicklungen von so hippen Bezirken, wie das jetzt auch teilweise in Neukölln passiert? Wiederholt sich da die Geschichte? Also es wiederholt sich insofern, dass Berlin halt so eine verzögerte Entwicklung durchmacht. Als ich vor 11 Jahren nach Berlin kam, aus London kommt, kam es mir vor, als wäre ich mit dem Auto gegen die Wand geknallt. Denn Berlin lag damals wirklich ökonomisch flach und ich kam aus einer Stadt, die damals boomte, London, in der Vollbeschäftigung herrschte, die von Einwanderern überschwemmt wurde, auch von europäischen jungen Menschen. Und das gleiche passiert in Berlin, nicht wahr? Mhm. Berlin ist angesagt, die Menschen kommen aus allen Teilen der EU, aus teilweise darüber hinaus. Es kommen kreative Künstler aus New York, aus London, weil dort die Mieten explodieren. Es kommen Sinti und Roma aus Bulgarien, es kommen spanische Kellner, die versuchen hier Fuß zu fassen etc. Und die alle werden über diesen Mythos Berlin. Und New York ist so ein bisschen das Brooklyn von Berlin, wie Brooklyn in New York City in den 70er, 80er Jahren, so ein Auffangbecken, nicht wahr? Neukölln meinst du, genau. Neukölln speziell, ja. Neukölln ist ein bisschen wie Brooklyn, das wollte ich damit sagen. Ja, und ähnliche Entwicklungen hat man in London auch erlebt, nicht wahr? Als ich nach London kam, war es schon total überteuert und viele Bevölkerungsschichten konnten sich halt schon keine Wohnung mehr leisten, das ist ja auch ein Problem. Aber die Dynamik ist inzwischen in Berlin sehr kosmopolitisch geworden und das gefällt mir ganz gut eigentlich. Okay, jetzt kommen wir nochmal kurz zum Buch. Du beschreibst ja sehr viele Anekdoten oder Sachen, die dir passiert sind, stellst Leute vor. Welche ist denn so vielleicht deine Lieblingsstory? In dem Buch? Ja. Ach, das kann ich so nicht sagen, weil ich würde ja auch Leute vom Kopf stoßen, wenn ich sage, die Geschichte ist mir lieber als die andere. Ja. Auf ihre gewisse Art waren alle Geschichten irgendwie spannend. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr geschrieben. Ich habe das Buch unter großem Zeitdruck auf meinem Küchentisch fabriziert und hätte gerne noch ein bisschen mehr... Die Anker-Story war natürlich sehr spannend. Mhm. Und die Geschichte mit Anker. Welche war das nochmal? Mit der Putzfrau, mit der polnischen. Ach so, ja, klar. Mhm. Kannst du mal kurz erzählen, worum es da ging? Es ging darum, dass ich eines Tages bei Bekannten eine polnische Putzfrau kennenlernte, die schwarz in Berlin, in Neukölln putzt. Mhm. Oder putzte, sie tut es nicht mehr. Und ich fand ihren Blick auf die Gesellschaft sehr erfrischend. Eine ehemalige Sekretärin, über 50,
die die ganze Woche in Berlin lebt, mit über 50, um sich zu Hause eine ukrainische Altenpflegerin zu leisten in Stettin, nicht wahr? Und, für ihre Mutter aber? Oder für ihre Mutter, ja. Nicht für sie, sonst wäre sie nicht hier. Und ja. Für ihre Mutter. Das ist auch so ein bisschen das Paradox der Globalisierung, nicht wahr? Mhm. Und sie wunderte sich immer, dass Neukölln in Deutschland so als Armutsghetto dargestellt wird, obwohl sich so viele Frauen eine Putzfrau leisten, viele Menschen eine Putzfrau leisten können dort, nicht wahr? Und ich begleitete sie einen Vormittag auf ihrer Tour durch drei verschiedene Wohnungen. Und das war recht interessant, weil in der letzten Wohnung fanden wir ein Kündigungsschreiben von einem linken Lehrerehepaar, die sie kündigten, weil sie keine veganen Putzmittel verwendete. Und diese Geschichte, die hat schon im Vorfeld der Veröffentlichung für einen kleinen medialen Sturm gesorgt. Mhm. Es gab auch den Vorwurf, dass du dir das irgendwie ausgedacht hättest. Habe ich nie gehört. Nein, den Vorwurf gab es ja. Böse Zungen haben das behauptet. Ja, die Leute können viel behaupten, wenn der Tag lang ist, ne? Und also, wie sah diese mediale Entrüstung aus? Also was? Es war so, ich habe dieses Kündigungsschreiben ohne Kommentar auf meiner Facebook-Seite gepostet. Und ich war eine Stunde off und kam zurück und das wurde, glaube ich, 100-mal geteilt und mein Telefon klingelte, Bild-Zeitung, RTL etc. Mhm. Und die wollten alle Anker kennenlernen. Okay. Und ich habe das kategorisch abgelehnt, wobei mir einige Medien auch eine ganze Menge Geld geboten haben. Aufgrund der Tatsache, dass ich Anker, sie heißt natürlich anders in Wirklichkeit, versprochen habe, ihre Anonymität zu garantieren. Mhm. Denn sie arbeitet auch schwarz in Deutschland, nicht wahr? Und das ist ein bisschen heikel, die Geschichte. Und vor allem auch die anderen Menschen, die im Buch vorkommen, hätte ich das gemacht, wären die wahrscheinlich abgesprungen, ne? Wenn ich schon vor die Identität lüfte. Und sogar in Polen, oder? Wurde darüber berichtet, kann es sein? Es gab einen Press, ich kann leider kein Polnisch, aber es gab einen Bericht und mir sagten Freunde, dass da auch in Frankreich, in der Schweiz, es wurde viel darüber berichtet, ja. Mhm. Okay, das war auf jeden Fall eine der interessanten Stories. Da sind natürlich noch viel mehr. Und natürlich gibt es auch keinen Lieblingscharakter oder Lieblingsperson, das möchtest du natürlich nicht sagen. Aber eine, die da immer wieder auftaucht, ist deine Nachbarin mit dem Bademantel, glaube ich. Wie ja, heißt Frau, meine Nachbarin, Frau W. Punkt. Sie heißt, vielleicht heißt sie Frau D. oder Frau E., aber okay. Mit ihrem giftgrünen Bademantel. Ja. Und Frau W. ist eine der letzten, fast der letzten Ureinwohner von Neukölln, in Neukölln geboren und aufgewachsen. Und sie ist halt so eine Frau, die sagt halt, was sie denkt. Ne? Ich habe keine Ahnung von Politik war und so und redet nicht politisch korrekt und hat einen kleinen Konflikt mit einer anderen Mieterin im Haus, einer gewissen Chantal, die sie Chantalle nennt, einer Musikerin aus dem fünften Stock. Und die beiden haben immer so einen Konflikt im Treppenhaus und das ist immer manchmal belästigend, aber auch manchmal herzerfrischend. Ne? Also ich muss sagen, ich habe öfter laut gelacht, also es ist fast schon zu gut, um wahr zu sein, aber das ist... manchmal ist Realität wirklich der beste Lehrmeister. Ich denke auch, das kommt öfter vor, ne? Dass man da irgendwie so, dass so in Reinform alles erlebt. Ne? Also dann fühlt man sich kurz erschrocken und dann denkt man sich, ja gut, aber so ticken die Leute. Oder? Man muss nur genau hinhören. Ich sagte eben schon, es ist ein Fehler in der eigenen Subkultur. Zu vegetieren die ganze Zeit. Studenten in Studentencafés, Arbeiter in Arbeitercafés, Migranten in Migrantencafés etc. Mischt euch, Leute, geht mal untereinander, hört ihr mal zu. Du erfährst wirklich spannende Geschichten, auch traurige Geschichten, dramatische Geschichten. Wenn man die dann so erzählt oder wiedergibt, dann heißt es immer, das kann doch nicht sein. Aber meistens von Menschen, die es nicht schaffen, meinen Leuten zuzuhören. Ne? Und vielleicht nochmal, wo hast du dann die Leute tatsächlich aufgegabelt, in Anführungsstrichen, kennengelernt? Oder? Wie gesagt, ich frequentiere alle möglichen Orte, ich spreche mit Leuten etc. Das kann von einem Gespräch an der U-Bahn sein, hey Keul, lass mal Feuer zum Arbeiter, ja. Bis hin, dass ich eine Bar besuche, in der Sinti und Roma verkehren, nicht wahr? Mhm. Oder dass ich halt mich in religiösen Einrichtungen, wo Salafisten zum Beispiel gezielt hinbegebe natürlich. Mhm. Also ich spreche die nicht auf der Straße an, mit dem Motto so, komm mal mit, ne? So nicht. Oder es hat sich ein Kontakt ergeben, da muss man sensibel vorgehen natürlich. Die Dame aus dem horizontalen Gewerbe, das sind natürlich Menschen, die nicht sofort alles erzählen, die auch eine tragische Geschichte haben. Das dauert ein bisschen, klar. Es ist nicht in 2 Minuten abgehakt. Also sowohl immer mit offenen Augen durch und die Welt Ohren. Und offenen Ohren und offenem Mund dann auch. Da muss man natürlich auch dann die Routine oder den Mut haben, die Leute dann auch direkt anzusprechen. Ja. Aber auch schon durch Hörensagen gezielt. Richtig. Mhm. Und wie haben denn die Menschen so auf dein Buch reagiert? Also jetzt nicht unbedingt die Medien, sondern so zum Beispiel die Leute, die du dann interviewt hast oder deine Freunde etc. Was gab es da für unterschiedliche Reaktionen? Das ist eine sehr komplexe Frage, weil es gab sehr verschiedene Reaktionen. In der Regel war ich überrascht, dass sie doch recht positiv waren. Mhm. Ich hatte geglaubt, dass mir so ein bisschen was in die Ohren gehauen wird, nicht wahr? Warum? Wohnt erst 3 Jahre in Neukölln, okay. Schreibt erst ein Buch. Ich habe auch nie behauptet... 3 Jahre erst? Mhm. Ich habe auch nie behauptet, dass ich die ganze Wahrheit über Neukölln schreibe, nicht wahr? Das war nicht mein Thema. Nein, in der Regel sehr positiv. Ich hatte verschiedene Lesungen in Neukölln, auch in Hessen, in Frankfurt etc. Habe jetzt noch einige vor in Deutschland. In anderen Bezirken Berlins und die meisten Menschen reagierten sehr interessiert und es gab meistens immer Diskussionen.
Was spannend war halt auch, wie in Neukölln direkt im Kiez, im Hardcore-Kiez in Nordneukölln, Menschen darauf reagierten, erzählten ihre eigenen Geschichten. Und ich habe gemerkt, was ich in dem Buch schon andeute, was für ein reicher Bezirk das eigentlich ist. Ne? Reich an Menschen, an Biografien, an Schicksalen. Mhm. Nein, ich muss sagen, in der Regel war ich begeistert, weil die Leute so interessiert waren, so offen. Auch kritisiert haben natürlich, das ist ja auch völlig legitim. Aber einen totalen Verriss habe ich von den Zuhörern nicht gehört. Ja, also ich möchte es eigentlich auch nicht verreißen. Nein, also, kannst du ja gar nicht. Ich wollte mich nicht selbst loben. Ich sage nur, du hast mich gefragt. Was mich auch also überzeugt hat, ist, dass du, man hat jetzt natürlich erwartet, so ein Gegenbuch zu Buschkowski, dass du jetzt dann vielleicht nur sehr positiv alles beschreibst und da quasi genau das Gegenmodell, eine Gegengeschichte erzählst. Ich hatte keine rosa Brille auf, ne? Und am Anfang habe ich das ganz kurz noch gedacht, weil dann, du kommst erstmal mit diesen Hipster-Geschichten und so. Aber dann zeigst du ja wirklich dieses ganze Portfolio von Menschen, die da unterwegs sind. Und das ist eben alles nicht schwarz-weiß ist, sondern ganz im Gegenteil. Ja? Und deswegen würde ich jetzt mal, also ich habe mich gefreut, das Buch zu lesen. Vielen Dank dafür. Welche drei Sätze über Neukölln kannst du nicht mehr hören? Problembezirk, Ghetto, Rütli-Schule. Rütli-Schule, das sind so die drei Sachen, okay. Und wie glaubst du, dass ich, oder wann glaubst du, dass sich das Image von Neukölln ändern wird? Es ist schon dabei. Also wenn man jetzt mit jungen Menschen spricht, die aus dem Ausland hergezogen sind, ich habe es im Buch auch beschrieben, die norwegische Studentin, der habe ich erzählt, dass Neukölln als Problembezirk in Deutschland fungiert in den Medien, die fiel aus allen Wolken. Für die war Neukölln the place to be, ne? Also hippe Bars, nette Studenten, internationale Atmosphäre. Die jungen Menschen, die jetzt nach Neukölln ziehen, aus Schweden, aus Schwaben, wo auch immer, aus Rumänien, Spanien, Portugal, es herrscht ein babylonisches Sprachengewehr in der Luft in Neukölln. Das ist toll. Wenn man aus der U-Bahn-Station in Bodenstraße rauskommt, wirklich alle Sprachen der EU sind vertreten und darüber hinaus diverse Dialekte aus rumänischen Bergdörfern etc. Und das ist sehr spannend. Und für die Menschen ist dieser Begriff Ghetto, nicht wahr? Das ist auch eine sehr deutsche Thematik. Also man sollte sich mal umschauen an den Ländern. Ich habe schon einige Länder mir angeschaut, was wirklich Ghettos oder Slums sind, nicht wahr? Da ist Neukölln, also in der Ukraine wäre es eine gehobene Wohngegend, nicht wahr? Oder im Kosovo, wo ich vor zwei Jahren war. Also man muss alles ein bisschen in Relation setzen, nicht wahr? Ja, klar. Natürlich gibt es auch die Probleme, die in den letzten Jahrzehnten hervorgerufen sind, auch als Herr Buschkowski schon im Amt war, nicht wahr? Und die daraus resultieren, dass wir einfach auch eine völlig ignorante Einwanderungspolitik gemacht haben in den letzten 30, 40 Jahren. Das sind ja auch die Folgen zum Teil, die wir noch diskutieren. Dass wir nie langfristige Probleme angehen, sondern immer nur kurzfristig. EU-Osterweiterung, man wusste, dass es 12 Millionen Sinti und Roma in den betreffenden Ländern gibt. Und es war klar, dass sie kommen würden, wenn sie Niederlassungsfreiheit haben, nicht wahr? Jetzt tut man so ad hoc irgendwelche Lösungen aus dem Zauberhut zu. Also auf jeden Fall wünschst du dir einen differenzierteren Umgang mit Neukölln an sich. Und ich wünsche mir Grautöne. Du hast eben Schwarz und Weiß erwähnt. Ich denke, wir müssen für die Freiheit kämpfen, Grautöne zu erwähnen in den Medien. Nicht nur Schwarz und Weiß. Das Leben ist ja nicht nur Schwarz und Weiß. Okay, ja, sehr gut. Das ist interessant. Wenn wir jetzt nochmal über diesen lebenswerten Aspekt Neukölln sprechen, ganz persönlich, wo hängst du gerne ab oder wo trinkst du deinen Kaffee und wo spazierst du gerne lang? Darf man Schleichwerbung machen? Ja. Ich trinke gerne meinen Kaffee im Café Louis Lane in der Emserstraße, benannt nach der Frau von Superman, von einer sehr charmanten Kollegin von mir, einer Journalistin, die das Café aufgemacht hat. Sowohl im Café Papereihe in der Kienitzer Straße, ein ehemaliger Spätkauf, der jetzt zu einem Art Kultur- und Kultcafé sich entwickelt hat. Da kann man sehr gut frühstücken. Ja, das sind so die Orte, wo ich gerne meinen Kaffee trinke. Es gibt noch ein, zwei andere vielleicht. Nachtleben. Auch. Ich bin jetzt in meinem Alter inzwischen, ne? Da herrscht so, man ja, ein bisschen, da geht man früh ins Bett auch und so. Und, also nachdem hast du mal was gehört, wo es ganz toll sein soll? Ja, ich sehe manchmal junge Menschen jetzt da langziehen und so weiter, aber ich habe da keine Ahnung. Ich komme wahrscheinlich gar nicht mehr rein, vom Türsteher abgewiesen wahrscheinlich. Ne? Also, okay. Nein, das weiß ich nicht genau. Ich bin wirklich, was das angeht, Nachtleben im Sinne von Clubbing. Ich werde 43, das habe ich alles hinter mir. Ne? Okay. Und ziehst auch gerne noch in anderen Gegenden in Berlin rum. Es ist nicht so, dass du dich in Neukölln eingesperrt hast? Nein, es gibt auch noch ein Leben hinter Neukölln für mich. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur noch in Neukölln rumhänge. Ich bin auch immer noch sehr viel aktiv und dynamisch unterwegs natürlich. Ne? Okay. Und ich habe nie behauptet, immer in Neukölln zu bleiben, das weiß man nicht. Ne? Aber momentan ist es für mich ganz in Ordnung. Okay. Ja, und vielleicht nochmal, um diese politische Dimension nochmal kurz anzusprechen. Du wirfst ja Buschkowski auch so ein bisschen Populismus vor oder dass er auch damit jetzt ordentlich Geld verdient hat. Ist das wirklich so? Oder du hast diesen Vorwurf in den Raum gestellt, dass er jetzt Millionär geworden ist. Nimmst du ihm das übel? Oder? Also ich werfe ihm nicht vor, dass er Millionär geworden ist. Ich werfe niemanden vor, wenn er Geld verdienen will. Was er verdient, da weiß ich nicht. Ich kenne seine Kontoauszüge nicht wahr? Da habe ich keinen Zugriff. Man kann aber ableiten. Nein, das werfe ich ihm nicht vor. Was ich ihm vorwerfe, ist halt
dass er als Bürgermeister eigentlich die Aufgabe hat, seinen Bezirk positiv darzustellen. Oder zumindest basierend auf den realen Problemen auch die positiven Entwicklungen darzustellen. Das tut er auch zum Teil. Ich habe aber in dem Buch auch einen Mann erwähnt, der erzählte mir auch, dass er das Gefühl hat, seit Buschkowskis Buch ist wieder, wenn er Bewerbung schreibt, zum Beispiel Neukölln so ein bisschen, ne? Schlechter oder? Das war ein junger Mann aus Neukölln, der dort aufgewachsen ist. Der hat es mir so dargestellt, okay. Der gerade wieder Bewerbung geschrieben hat. Vielleicht stimmt das, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht genau. Ja. Buschkowski bietet ja keine Lösungsansätze, wie gesagt, in seinem Buch. Er hat ein gestriges Buch geschrieben, ein Buch von gestern. Er hat seine eigene Politik aufgearbeitet, seine Glanzleistung, seine Niederlagen. Soll er? Viel Spaß damit. In ein paar Jahren ist er nicht mehr im Amt. Okay. In ein paar Jahren ist er nicht mehr im Amt, aber Neukölln ist immer noch da und geht einer ungewissen Zukunft entgegen, hast du zumindest vorhin erwähnt. Welche Szenarien hast du denn da im Petto? Was glaubst du, wo könnte es lang gehen für Neukölln? Es gibt drei Szenarien. Zum einen ein zweiter Prenzlauer Berg, was ich zum Kotzen finden würde, entschuldige den Ausdruck. Kein Bezirk ist für mich langweiliger als Prenzlauer Berg. Dagegen ist sogar Grunewald noch ein. Es ist fertig so, ne? Es ist nur fertig, es ist linksbourgeois, eine Bionadisierung hat da stattgefunden. Und das ist fürchterlich. Da ist wirklich mal Zahnspann dagegen, also in jeder Hinsicht. Nein, das ist ein Szenario, die, wenn das so weitergeht und eine einseitige Entwicklung. Ein wünschenswertes zweites Szenario wäre für mich halt so ein Zwitterstatus, wie es jetzt ist, so ein Schwebestand, nicht genau definierbar. Ein bisschen Vulkan, ein bisschen bionadisiert, aber auch immer noch spannend und mit kleinen Konflikten im Alltag. Und ein drittes Szenario, das hängt von der weltpolitischen und nationalpolitischen Entwicklung ab, wenn die Wirtschaftslage sich verschlechtern sollte, der Euro einstürzt, dann kann Neukölln irgendwann natürlich auch, können diese kleinen Reibungen des Alltags irgendwann noch zu ernsten Konflikten führen, nicht wahr? Das wollen wir nicht hoffen. Aber ausgeschlossen ist es nicht. Also das Potenzial ist immer noch da, dass es irgendwie die Vielfalt, wenn sie funktioniert, ist gut. Aber natürlich. Wenn es schwierige Phasen gibt, dann kann es auch wieder zum Problem werden, meinst du? Immer. Aber nicht nur mit Zuwanderung. Also Menschen haben sich schon die Köpfe eingeschlagen in Deutschland in den 30er Jahren, nicht wahr? Da gab es keine Einwanderer, Kommunisten und Nazis. Insofern, aber jede menschliche Gesellschaft hat gewisse Spannungen. Und Berlin im Allgemeinen und Neukölln im Speziellen sind halt Gebiete, die halt auch eine hohe soziale Polarisierung beinhalten und ein hohes Potenzial an Konflikten. Das merkt man am Alter, wo die Gegend fährt auch und so weiter. Ne? Da prallt einiges aufeinander an Lebenswelten. Und das kann sehr fruchtbar sein, das kann sehr stimulierend sein, aber es kann auch natürlich manchmal stressig sein und das kann auch manchmal gefährlich sein. Ja, es wird auf jeden Fall interessant sein, was du vielleicht in 5 Jahren oder so für ein Neukölln ist nirgendwo Teil 2 schreibst oder ähnliches. Oder ist da noch irgendwas geplant in der Richtung? Wie geht's weiter? Also erstmal ein zweites Buch zu Neukölln ist nicht geplant. Ich schreibe gerade an 2 anderen Büchern, an einem Sachbuch zu einem politischen Thema und ich bin dabei, meine Zeit in Berlin literarisch aufzuarbeiten. Ich habe viel erlebt, als ich vor 11 Jahren hier anfing als Journalist und schauen wir mal. Ja, wenn es soweit ist, sage ich euch Bescheid. Okay, auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Vielen Dank. ja, dann kann ich nur sagen, dieses Buch lohnt sich, man kann es sich durchlesen, man wird viel über Neukölln erfahren, über die Neuköllner Bevölkerung. Und damit bedanke ich mich sehr herzlich, dass danke du dir. Da warst. Und wir werden weiter die spannende Entwicklung in Neukölln verfolgen. Und vielleicht auch, wenn man dir auf Facebook folgt, lohnt sich das natürlich, dann immer wieder Anekdoten mitzubekommen. Ab und zu. Ja, vielen Dank und bis bald mal auf den Straßen von Neukölln. Merci. Und auch an die Zuschauer, schön, dass ihr zugeguckt habt und bis bald. Tschüss.